fahren. Eine Stunde. Sonst schaffst du es nicht. Und der Verkehr steigt immer wieder. Oder immer weiter. Sprich, du musst jetzt noch früher aufstehen. Noch früher losfahren. Damit du um 8 Uhr in der Firma bist. Ja. Kein Problem. Bitte, bitte. Gern geschehen. Bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt vorfahre bis Kofferraum. Ja, so wie es die Kollegen hier machen. Die fahren vor bis Ultimo. Was müssen die anderen dann machen? Anhalten und sie reinlassen. Sie müssen nicht. Sie müssen nicht. Es kommen immer weiter welche, immer weiter. Jetzt haben wir noch einen Nissan Micra hinter uns. Ist das ein Micra? Könnte anders sein. Könnte aber auch Mitsubishi. Ist egal, wurscht. Der fährt jetzt hinter mir rein. Weil einfach nicht mehr geht. Frag doch mal das Schild, ob es auf Seiten fährt. Da wirst du Probleme kriegen. Gelb und grün frei. Noch. Der von der Plakette dran, der Renault hier. Laguna ist das. Wir haben grün. Grün ist 4. Gelb ist 3. Rot ist 2. Der hat auch grün. Das ist ein Lancia. Ne, ein Skoda. Oder? Das ist ein Skoda, ja. MMDE Octavia Pferde. Verkehrsinfo. Die geheime Welt der Spionage. Vom Geheimdienst bis Cyberspace. Bla bla. Ja, ja, von mir aus. Wie war das doch gleich? Den Verkehr vom LKW auf die Schienen verlagern. Wie wär's mit was anderem? Wie wär's, wenn man mit den Öffentlichen zur Arbeit fährt? Ja, wie wär's denn? Hier, Dortmund, so viele PKW-Fahrer. In jedem Auto sitzt nur einer drin. Wie wär's denn mal mit den Öffentlichen zu benutzen? Bus, Bahn? Nein, ne? Schwer, ne? Sehr schwer. Besonders dann, wenn da kein Bus fährt und schon gar nicht in die Richtung, wo man will. Oder man einfach nur zu faul ist, mal den Bus oder die Bahn zu benutzen. Die Bahn, Straßenbahn, U-Bahn, Schwebebahn oder wie in Wuppertal, diese schöne Bahn. Wie heißt hier doch gleich die Hängebahn hier, diese komische. Das Wuppertal ist dafür bekannt, für seine Bahn. Bonjour. Französisch, total, bonjour. Bonjour, geschrieben. Bonjour. Bonjour heißt,
guten Tag, guten Morgen, guten Tag. Irgendwas in der Richtung. Besuchen Sie unsere Ausstellung Fenster und Boden. Hotel Wittigenshof. Servus, wir fahren gerade 35 km/h. Das ist Höchstgeschwindigkeit im Moment. Also gut, 40. Die Münz- und Sammlerbörse. Kommt raus mit einer Gammelgurke. Ob sie raus. Merkt ihr was? Ja. Das sind immer die Berufskraftfahrer, die in den Straßen der Stadt anhalten und die ganzen PKWs rauslassen. Der PKW-Fahrer an sich sagt sich, nö, bleib du mal da stehen, wo du bist. Ja, noch so einen von dir kann ich vor mir nicht gebrauchen, da komme ich zu spät zur Arbeit. Wenn ich noch einen von dir rauslasse und noch einen, dann stehen wir morgen noch hier. Wenn der Berufskraftfahrer sagt, ich bin langarschig, ich muss eh anhalten, lasse ich dich raus. Das ist einfach so. Trauringel, da kann man aber kein Geld mitmachen, oder? Zu vermieten. Ah ja, die haben schon die Flügel gestreckt. Shop. Ja, ja. Ultimate. Mehr Leistung, weniger Schadstoffe. Natürlich, klar. Scheißt der Papst in einem runden Zimmer in die Ecke? Nein, er hängt ein Arsch vom Fenster raus. Ganz einfach. Ja, wir müssen jetzt gleich dann über. Und die Autofahrer, die machen hier so richtig schön die Spur dicht. Und wisst ihr was? Das interessiert mich gar nicht. Ich habe 400 Meter bis dahin. Der Autofahrer hinter mir hat mich reingelassen. Ihr schadet euch nur selbst damit, weil der Verkehr auf der rechten Spur, der muss warten. Das schaut sich immer weiter. Boah, das wird knapp. Also wo der hin will? Warum der darüber? Boah, warum fährt der darüber? Vorhin war doch frei. Naja. Das weiß man nicht, ne? Der BMW zum Beispiel auf der linken Spur fährt genau 50. So schnell wie man hier fahren darf. Wir sind gute Fußballer. Natürlich, klar, ja. Ja, 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 ja. Westfalenpark Dortmund. Das trifft sich gut, da kann man hier nämlich Gas geben. Wenn die hier alle abbiegen oder hier schleichen wollen, ich fahre hier mit 50 durch. 5,5 Kilometer müssen wir noch.
da kein Problem mit. Dinge mal mit 80 km auf der Autobahn im Baustandbereich. Dack, 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 dack. Das tut schlecht. Mercedes-Fahrer aus Kassel. Mercedes. Kann du Schilder lesen? Da steht 100 angeschrieben. Fährt er nicht kitzeln in der Schnelle mit 90? 85. Sprinter 316 CDI. Da glaube ich erst, wenn ich sehe. Mach mal die Mutterauge auf. Dann können wir reingucken. So viel besser als. Der Fahrer war tot. Ja. Wer meint, dass er in einem Smart sicher ist? Der wird zwar gut. Erzählt mir mehr davon. Der ist auf dem, wo ist denn der drauf? Ein Baustellenfahrzeug. Ja, wie war das? Nichts Falsches erzählt. Glaube ich, auf ein Baustellenfahrzeug draufgefahren. Und dann hat es ihn durch die Luft geschleudert. Irgendwas war da. Dann hat es ihn durch die Luft geschleudert. Das Auto hat es komplett zerlegt. Das hat zerfetzt, das Auto. Von wegen hier Fahrgastzelle, bla 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 und so, mit Überrollbügel und was der Geier nicht alles. Nee, Freunde. Die Konservenbüchse da. Bist du tot, wenn du mal kurz falsch lenkst. Das geht ganz schnell. Das ist bei meinem Renault genauso. Das ist auch eine Konservenbüchse.